Herr Friese, diese Woche hat der Innenminister des Bundes, Thomas de Maizière, die IS verboten. Was sind Ihre Kommentare dazu? Eine Terrororganisation wie der Islamistische Staat, der sich wie ein Krebsgeschwür über die ganze Welt verbreitet, aber vor allem natürlich im Nahen und Mittleren Osten Schrecken verbreitet und zutiefst grausam seine Interessen vertritt, darf nicht nur und muss nicht nur vor Ort mit allen möglichen Mitteln bekämpft werden, sondern vor allem auch im eigenen Land. Es darf unter keinen Umständen der Eindruck entstehen, dass Deutschland zum Teil auch Kämpfer, Dschihadisten für diesen Islamischen Staat, für diese Terrororganisation beherbergt oder sie gar dadurch, dass sie hier nicht verfolgt werden, unterstützen. Das wäre der vollkommen falsche Eindruck. Deshalb ist die CSU-Landesgruppe, deshalb bin ich ganz persönlich dem Bundesinnenminister de Maizière sehr dankbar, dass er heute diesen klaren Schritt, der nicht bisher in ganz Europa gemacht wurde, für Deutschland eindeutig klargestellt hat und die IS verboten hat.